Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplanung zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe mich so ein bisschen wie so ein Twix-Esser gefühlt, denn ich konnte mich jetzt nicht für die rechte oder linke Seite entscheiden, denn ich war am Überlegen, ob ich auf der rechten Seite die Nadel- und Laubbäume platziere oder auf der linken Seite die toten Bäume hinlege. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden, aus dem einfachen Grunde, weil das in der letzten Folge so gut geklappt hat. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dort anknüpfen können. Und wir fahren natürlich wieder fort und gucken mal, warte mal, warum läuft hier nichts? Ich habe auf P gedrückt und es funktionierte irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. So, auf jeden Fall war ich auch so hier und dachte, oh, guck mal, die Insel brauchen wir ja gar nicht mehr. Da brauchen wir gar kein Holz mehr hinlegen oder so einen Baum. Da kommen die Tiere ja hin und dann fiel mir ein, ach nee, hier ist die Gehegegrenze. Heißt, wir müssen hier natürlich auch noch einen hinlegen. Aber ich werde den jetzt nicht genau so hier hinlegen, sondern ich hatte mir überlegt, weißt du was, wir nehmen den hier und legen den so schräg. Also so ungefähr. Oh! Ich habe gerade eine Idee. Warte, ich habe gerade einen Geistesblitz. Ich versuche den jetzt ganz schnell umzusetzen, denn, warte, wir drehen den einmal noch ein bisschen. Moment, wir machen wieder Pause weg. So, und dann drehen wir den auf dieser Achse so schön hin. Pass auf, jetzt kommt mein Geistesblitz. Ich hoffe, dass das genau so aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle, weil das haben wir auf der rechten Seite nämlich noch nicht gemacht. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir einen etwas längeren Baum. Warte mal, das ist die verfallene Waldkiefer 02 und das ist die verfallene Waldkiefer 01. Okay, dann legen wir die hier drauf. Zwei Bäume aufeinander. Hat die Welt so noch nicht gesehen und da dachte ich mir jetzt gerade so spontan, das machen wir. Das machen wir. Ich hoffe, warte mal. Ey, wir können das auch so machen. Warte, wir können die ja auch hier drauflegen, ne? Warte. Nee, so wollte ich den doch gar nicht drehen, sondern ich wollte den nämlich so drehen. Ja, sensationell. Erst wollte ich den hier vorne drauflegen, aber die können ja von hier hingehen. Ha, sensationell. Okay, ziehen wir noch ein bisschen rüber und dann müssen wir dann noch ein bisschen kippen. Ein bisschen höher kippen. Der kriegt da so einen Zitteranfall. Warte mal. Du musst ein bisschen höher gekippt werden, mein Freund. Ja, so ungefähr. Und dann müssen wir dich noch so ein bisschen rausziehen. Und perfekt. Perfekt, oder? Guck, dann kommen die Tiere hier schon mal überall hin. Also, die kommen jetzt von hier dorthin und dorthin. Heißt, wir brauchen theoretisch nur noch einen hier hinlegen. Und die zwei noch verbinden. Haben wir hier weniger Inseln als Dart? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Die haben weniger Inseln hier. Aber die haben hier einen größeren See. Der in der Mitte, würde ich sagen, ist fast gleich groß. Aber hier, der ist ein bisschen größer. Ja, würde ich fast so sagen. Okay, also die kommen jetzt... Moment, also die kommen jetzt hier hin. Genau, und dann nehmen wir... Moment, wir suchen nochmal kurz in Verfallen. Was ist das denn? Verfallen. So. Verfallene Waldkiefer, verfallene Tränenkiefer, genau. Sollen wir jetzt noch einen hier hinlegen? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Könnte man eigentlich machen, ne? Ungefähr so. Theoretisch, praktisch gesehen, könnte man den doch hier so hinlegen. Das Schöne ist, der darf ruhig ein bisschen in die Erde reinglitschen. Sieht nämlich dann noch sogar besser aus. Ja, dann haben sie zwei Möglichkeiten, hier rüber zu gehen. Ja, so, die können dann... Ah, da brauchen wir noch einen. Da brauchen wir natürlich auch noch einen. Und dann setzen wir hier natürlich die... Ah, die ist so groß. Nee, die ist nicht so groß. Okay, die können wir hier hinsetzen. Wir müssen dich erstmal noch ein bisschen drehen. So, ungefähr. Ja, so, und dann können wir dich nämlich jetzt richtig kippen. So, sehr schön. Ja, warte. So, perfekt. Gut, dann haben wir das schon mal abgehakt. Dann können wir nämlich jetzt hier vorne, ja, hier vorne lasse ich die auf den Baum knallen. Das ist ja lange, ne? Das ist so ein langer. Das ist ja lange. Warte mal, gibt es hier noch ein bisschen kürzer? Ich finde den hier persönlich ein bisschen zu. Wieso machen wir hier eigentlich das? Wenn die Wasserbüffel hier reinkommen, die können doch eigentlich überall hinlaufen, oder? Gut, für die Optik. Für die Optik machen wir das jetzt. Aber theoretisch könnten die Wasserbüffel ja auch rüberlaufen. Also durchs Wasser zumindest. So.
Jetzt brauchen wir nochmal einen Moosfelsen, bitte. Einmal einen Moosfelsen, aber nicht den dynamischen. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen den normalen Moosfelsen. Okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, da sind nicht so viele von da, ne? Da gibt es halt nicht so viele. Ja, okay. Ja, okay, können wir schon knicken. Schade. Der hätte jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen. Ich würde sagen, wir nehmen eine Nummer kleiner, so ungefähr. Nehmen wir den oder den. Oder den oder den. Ne, wir nehmen den. Okay. So, den habe ich jetzt überlegt. Setzen wir so. Okay. Und den ziehen wir dann noch ein bisschen ungefähr so. Ja, perfekt. Okay, dann haben wir das schon mal. Das, das, das. Jetzt müssen wir nur noch hier eins hinlegen. Aber da setzen wir aus der Naturabteilung selbstverständlich. Da brauchen wir Verfallen. So, Verfallen. Würde ich sagen, nehmen wir die Tränenkiefer. Ja. Warte mal, haben wir hier die Tränenkiefer? Verfallene Tränenkiefer, ja, haben wir. Okay, die hatten wir schon. Dann nehmen wir den hier. Den setzen wir dann einmal hier hin, ungefähr. Ja, den setzen wir hier hin. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir eventuell nochmal hier einen hinsetzen. Bin ich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen am Überlegen. Obwohl andersrum reicht das ja so, ne? Ich würde sagen, das reicht, komm. So, jetzt können wir hier schön ein bisschen dekorieren. Beispielsweise setzen wir den. Ah, guck mal, der hat schon die perfekten Winkel. Setzen wir dich hier hin. Obwohl, wir können dich auch noch ein bisschen neigen, wenn du möchtest. Wir können dich auch so ein bisschen da hinlegen. Guck mal, dann können wir dich so. Das ist ja auch schön. Dann brauchen wir diesen hier. Den lassen wir aber zu einer anderen Seite neigen. Beispielsweise in die Richtung, genau. Aber das ist jetzt fast auf einer Linie, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Dann ziehen wir den lieber hier hin, genau. Dann brauchen wir hier natürlich wieder so ein diesen hier. Nehmen wir den hier. Ne, den setzen wir hier hin. Ich glaube, den setzen... Den haben wir schon hier. Okay, warte mal. Das ist natürlich jetzt doof. Dann nehmen wir den hier. Genau, und den legen wir aber hier rein. Zip. So ungefähr. Ne? Okay, haben wir. Dann brauchen wir... Sollen wir den hier hinlegen? Ne, den können wir da hinten hinlegen. Ich glaube, hier ist besser. Weil hier ist so ein bisschen breiter, ne? Hier können wir den schön hinlegen, so ungefähr. Ja, guck mal. Und dann legen wir den nämlich hier so schön hin. Sehr schön. Sieht ein bisschen aus wie... Sieht so ein klein bisschen aus wie so ein Oktopus, oder? Ein klein bisschen. So, dann brauchen wir den ungefähr, legen wir dann hier hin. Hallo? Du solltest eigentlich dich einmal hinlegen, danke. Wir ziehen dich aber noch hier, dann können wir dich vielleicht noch so ein bisschen runterdrücken, genau. Dann kommst du nach da und ein bisschen weiter runter. Nee, so würde ich den hinlegen, genau. So, ja. So, ja. Das ist ein Soja-Baum. Dann brauchen wir diesen hier. Den würde ich dann... Beispielsweise... Ah, ist ja schon gut. Dann brauchen wir... Den hier. Ah, ich weiß nicht. Ich sehe solche Bäume eigentlich eher in den großen Seen, ne? Eher hier in so einem großen See. Hat ja schon einen perfekten Winkel. So, da würde ich aber gerne noch irgendwas reinmachen. Hier. Aber ich weiß noch nicht was. Weil, wenn ich den jetzt zum Beispiel, der ist zu groß. Der wäre okay, ne? Ja, der ist okay. Dann legen wir den nämlich hier so ein bisschen, warte, den müssen wir noch ein bisschen drehen, genau. Und dann wieder runter. Und okay. Dann brauchen wir hier noch einen. Aber... Ich gucke jetzt gerade, welcher klein... Der ist ein bisschen schmaler. Der ist halt nicht kleiner, der ist halt nur ein bisschen schmaler, ne?
So. Wir können den ja auch so ein bisschen hier quer hinlegen, ne? So ungefähr. Müssen wir den noch ein bisschen höher? Noch ein bisschen höher? So, und dann runter. Machen wir hier hin. Perfekt. So, Baumstamm können wir natürlich auch nochmal ein, zwei hinlegen hier. Ein bisschen abgeknickt. Wir brauchen, oh, der hier, den haben wir ja noch. Ja. Das sieht auch schon gut aus. Sieht schon echt gut aus. So, dann legen wir jetzt erstmal die hier zur Seite, weil anscheinend brauche ich die doch nicht vielleicht. Hoppala. So, dann ziehen wir die einmal, weil die verfälschen jetzt gerade so ein bisschen das Bild. Auch die hier. Ne, die müssen wir natürlich auch noch wegmachen. So. Die können wir eigentlich löschen. Weil wir wissen ja jetzt, dass das Verfallene sind, ne? Das sieht aber eigentlich schon gut aus, ne? Ich mach das mal weg. Ich finde, das sieht gut aus. Und wenn wir jetzt Nadelbäume oder Laubbäume, je nachdem, ich weiß nicht mehr, was wir hier gesagt hatten. Ah, die Laub... Sind da Nadel oder Laubbäume? Und da was fällst du, aller Kiefer? In der Baumstunde habe ich immer so ein bisschen gefehlt. Da war ich meistens Kreide holen. Oder Batterien jetzt für deine virtuelle Tafel. Aber was ist das? Ist das... Ich glaube eher Nadel, weil das sieht so pieksig aus, ne? Gucken wir mal. Kann ich mich mit anfreuen? Was mit dem hier? Waldkiefer. Kiefer allgemein ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Die Aloppo-Kiefer? Warte mal, das ist die Aloppo-Kiefer 02. Das ist die Aloppo-Kiefer 01. Und das ist die Aloppo-Kiefer... ich habe hier zweimal Aloppo-Kiefer 02. Zweimal Aloppo-Kiefer 01. Okay. Von Baumstamm her würde ich fast sagen... Können wir die hier theoretisch auch noch nehmen, ne? Du bist die Tränenkiefer. Ah, guck mal. Das sind die. Guck mal, wir haben ja Tränenkiefer. Fällt mir jetzt gerade so auf. Wir haben ja hier so Tränen... Du warst ein Tränenkiefer, glaube ich, ne? Genau, die Tränenkiefer. Einmal als tot und einmal als lebendig. Oha. So, die Waldkiefer. Also Kiefer allgemein, würde ich sagen, setzen wir hier hin. Ja. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, die reichen, die Baumarten, ne? Weil dann können wir das hier nämlich alles wegmachen. Was ist das hier? Die Waldkiefer 02. Okay. Pass auf, dann können wir die nämlich hier alle wegmachen. Die brauchen wir nicht mehr. Müssen wir halt nur mal gucken. Tränenkiefer weg, Waldkiefer weg, ja. So, pass auf, dann gebe ich einfach hier in der Natur ein Kiefer. Die Kiefer. Kiefer. So, und dann haben wir nämlich hier Gelbkiefer. Nee, die hat einen anderen Stamm. Die möchte ich nicht. Aloppo-Kiefer 03. Die finde ich zu groß. 02. Ja, da kann man sich vielleicht mit anfreunden. So ungefähr. Mhm. Dann haben wir Borstenkieferbaum. Junge, der übertreibt doch mal richtig, oder? Ne, den kann ich hier nicht reinsetzen. Borstenkiefer. Es sieht ein bisschen so Gespenst. Dämmerungspaket. Ja, okay, dann erklärt das natürlich alles. Die Gelbkiefer hatten wir gesagt. Nein, die Koreakiefer. Was hast du für einen Stamm? Zeig mir deinen Stamm. Dann sage ich, ob du geeignet bist. Nein, bist du nicht. Wir haben die Tränenkiefer. Welche hatten wir hier? Tränenkiefer 03.
Tränenkäfer 1 und dann haben wir die 01, die ist gar nicht geeignet, die ist ein bisschen zu hoch. Dann haben wir die Waldkiefer. Hatten wir die Waldkiefer schon? Waldkiefer, ja. Guck mal, die Waldkiefer 02 haben wir. Ich setze die jetzt mal hier hin und die Waldkiefer 03. Waldkiefer 0, es gibt ja mehrere Waldkiefer, okay, sehr schön. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir nur auf Waldkiefer gehen. Weil die Waldkiefer hat fünf verschiedene. Und hier außenrum haben wir ja auch eine Waldkiefer. Könnte man machen, ne? Oder? Wenn wir die hier wegmachen. Aber andersrum. Das ist die Aleppo-Kiefer. Das ist die Aleppo-Kiefer. Das ist die Aleppo-Kiefer. Das ist die Tränenkiefer. Andersrum. Das sieht nicht schlecht aus, ne? Nur andersrum, glaube ich. Vielleicht sieht das sogar besser aus, wenn wir nur eine nehmen. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Wir nehmen nur die. Komm. So. Waldkiefer 02. Die setzen wir hier hin zum Beispiel. Dann haben wir hier die 04. Das ist die 01. Hoppala. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Sollen wir jetzt hier Abwechslung reinbringen oder nicht? Warte mal, wie sieht das denn bei den anderen aus? Okay, hier haben wir auch zwei, drei verschiedene. Da haben wir auch zwei verschiedene. Ja, okay, komm. Dann machen wir das doch wieder. Dann würde ich... Ja, aber die reichen dann auch. Also von der Menge her, ne? Weil die ist halt so wuchtig. Das ist halt nicht schlecht. Weil wenn man die zum Beispiel hier hinsetzt, finde ich eigentlich schön. Oh, das ist sogar die 02. Dann haben wir die Aleppo-Kiefer 01. Die hätten wir dann zum Beispiel hier. Dann setzen wir hier noch eine Tränenkiefer hin. Die könnten wir hier hinsetzen. Den Setzling, wo haben wir den jetzt platziert? Da. Aber andersrum können wir auch den hier hinsetzen. So. Die brauchen wir nicht. Die können weg. Hoppala. Die können echt weg. Die brauchen wir auf keinen Fall. Ne? Also finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Was nehmen wir denn noch hier? Das hier mache ich jetzt auch erstmal weg. Wobei irgendwie fehlt da jetzt was, ne? Ich mach die jetzt erstmal weg. Erstmal weg. So, wir brauchen den hier. So, die Insel ist schon gut gefüllt. Das reicht auch. Dann haben wir hier, würde ich sagen, setzen wir die noch hin. Hier können wir theoretisch nochmal so eine Aleppo-Kiefer hinsetzen. Ah, die wuchtige. So, dann kommt hier nochmal ein Tränenkiefer hin. Ne, hier kommt ein Tränenkiefer hin. Weil ich gerne dort die hinsetzen möchte. Dann haben wir... Ich habe ja noch ein bisschen was vor mit dem Gehege, ne? Also, es ist noch nicht abgeschlossen. Keine Sorge. Keine Panik. Wir nehmen... Passt das? Boah, passt locker, ne? Wir müssen die drehen. Weil die sah ja von beiden Seiten jetzt gerade irgendwie so ein bisschen gleich aus. Aleppo-Kiefer setzen wir noch eine hier hin. Ich bin auch ziemlich clever, muss ich sagen. Da ich jetzt die Bäume hier platziere, dann habe ich halt noch weniger Sicht nachher darauf. Finde ich gut. Das ist nicht so clever gemacht gerade, aber egal. So, dann setzen wir dich. Nein, dich nicht. Setzen dich hier hin.
Genau. So einen kleinen Setzling können wir theoretisch hier hinsetzen. Nee, komm, der fällt irgendwie gar nicht auf. Den können wir wegmachen. Nehmen wir den hier. So. Ja. Dann nehmen wir den nochmal. Den setzen wir dann nochmal hier hin. Die Trennkiefer nicht. Das hier wollte ich haben. Genau das. Das setzen wir hier hin. Haben wir schon da einen? Okay, dann setzen wir dich hier hin. Und hier würde ich dich gerne hinsetzen. Perfekt. Hier brauchen wir die Tränenkiefer, weil die halt relativ hoch gewachsen ist. Dann können wir die nämlich schön hier hinsetzen. Und hier setzen wir dich nochmal hin, ne? Ja, alter Verwalter. Ja. Da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Wir nehmen hier, würde ich sagen. Wo ist jetzt dieser komische Baum, der so einen Seitenscheitel hat? Warte mal, wo ist dieser Seitenscheitelbaum? Ja, den würde ich gerne hier unten nochmal hinsetzen. Genau, und dann kommt hier eventuell nochmal der hin. Ja. Ich finde... Oh, viele Bäume, wa? Ich finde viele Bäume. Pass auf, ich würde jetzt erstmal einen Cut machen, weil ich habe ja gesagt, ich habe noch ein bisschen was hier mit vor. Und ich muss erstmal gucken, ob das realisierbar ist. Das werden wir dann in der nächsten Folge mal testen. Sollte es nicht umsetzbar sein, beziehungsweise es sieht nicht so pralle aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dann, ja. Weil ich möchte das gerne auf beiden Seiten machen. Oder mal gucken, ob ich das vielleicht nur in der Mitte mache, was ich vorhabe. Ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.